Der JDownloader macht es möglich, dass man viele Dateien von One-Click-Hostern auf einmal herunterlädt. Um das Downloaden zu vereinfachen, werden in der Regel Containerdateien wie zum Beispiel das DLC-Format verwendet. Wie man diese herunterlädt, das wisst ihr sicher schon. Wie man diese aber erstellt, das zeige ich euch nach dem Intro. Ich habe jetzt hier einfach mal 5 Dateien, das ist ein Video von mir, das ich hochgeladen habe und gezippt habe. Nun möchte ich aus diesen 5 Links einen DLC-Container erstellen. Den JDownloader 2 habe ich dazu schon geöffnet. Was ich jetzt mache ist, dass ich diese Links alle markiere, mit einem Rechtsklick kopiere und dann hier einfüge. Das könnte ich jetzt tun, indem ich die Clipboard-Überwachung aktiviere oder ich klicke hier einfach auf neue Links hinzufügen. Und dann finde ich eben diese Links hier oder füge sie, falls ich sie hier noch nicht finde, direkt hier ein. Und jetzt gehe ich einmal auf Fortsetzen. Der JDownloader erkennt dann, dass diese Links zusammengehören und halt in Parts aufgeteilt wurden. Jetzt gibt es 2 Dinge zu beachten, bevor ich jetzt den DLC-Container erstelle. Zum einen haben meine Dateien ein Passwort gesetzt. Ein Archivpasswort. Das kann ich jetzt hier unten eingeben. Dazu am besten hier oben auf den Titel klicken und hier kann ich dann das Archivpasswort eingeben. In meinem Fall einfach Passwort. Jetzt kann es aber noch sein, dass der Hoster selbst ein Passwort vorgeschaltet hat. Damit die Nutzer, die diese Dateien herunterladen möchten, das so bequem wie möglich haben, kann ich jetzt auch noch ein Hoster-Passwort setzen. Das geht dann aber nicht mehr hier unten, sondern hier mache ich jetzt einen Rechtsklick und gehe auf Einstellungen. Und hier gibt es noch das Download-Passwort und das ist eben nicht zu verwechseln mit dem Archivpasswort. In meinem Fall gibt es da keins, deshalb lasse ich das Ganze leer, erwähnt haben wollte ich es aber mal. Wenn der Download mit einem Capture verbunden ist, also diese Passworteingabe noch ein Capture erfordert auf der Webseite des Hosters, dann wird das hier wahrscheinlich nicht funktionieren. Zumindest nicht automatisch und die Nutzer müssen das Ganze dann manuell eingeben. Deshalb testet mal einfach euren DLC-Container, wie der sich im JDownloader verhält. Das machen wir jetzt auch direkt, also erstmal hier abbrechen. Jetzt ist ja hier noch kein DLC-Container erstellt, deshalb mache ich hier jetzt einfach einen Rechtsklick, gehe auf Mehr, klicke auf DLC erstellen. Und jetzt werde ich einfach gefragt, wo ich diesen DLC-Container speichern möchte. Ich möchte das bei mir unter den Downloads speichern. Klicke einmal auf OK und jetzt ist das Ganze gespeichert. Ich kann den Pfad nochmal öffnen und hier ist jetzt der DLC-Container zu finden. Bei meinem Windows ist jetzt noch nicht eingestellt, dass Dateiendungen angezeigt werden. Wenn ich hier aber auf Eigenschaften gehe, dann sehe ich, dass es hier eine DLC-Datei ist. Wir haben ja gesagt, wir testen das Ganze auch noch, deshalb einfach mal das Ganze hier markieren. Ich lösche die raus. Und klicke jetzt hier unten auf neue Links hinzufügen. Hier passiert jetzt nicht viel, weil hier kann ich tatsächlich nur Links hinzufügen. Deshalb brauche ich hier dieses kleine Pfeilchen und klicke hier auf Link-Container laden. Hier finde ich jetzt wiederum meinen neu erstellten DLC-Container. Klicke einmal doppelt drauf. Hier unten rechts sehe ich jetzt, dass der entschlüsselt wird. Und jetzt sehe ich hier meine ganzen Dateien. Jetzt klicke ich hier oben auch nochmal drauf und sehe, dass er das Archivpasswort hier direkt mitgenommen hat. Das musste ich jetzt also nicht direkt eingeben und so wäre es auch für denjenigen, der die Datei dann herunterladen möchte. Jetzt klicke ich einfach mal hier auf alle Downloads starten und ja, ich habe hier noch kein Konto eingetragen von irgendeinem Hoster. Das hole ich jetzt nach, einfach damit wir sehen, dass der Download auch funktioniert und das Extrahieren auch keine Probleme macht. Wie du jetzt sehen kannst, habe ich mir hier einen Premium TO Account eingetragen. Und da ist halt Aptobox, hier so Aptobox ist hier einfach dabei. Und wenn ich jetzt hier einfach mal auf Starten klicke, dann fängt der Download nicht direkt an, sondern das Ganze geht in den Premium TO Storage und dort wird eben das Ganze hochgeladen, damit ich es dann gleich runterladen kann. Hier ist eine kleine Wartezeit eingebaut. Wir warten jetzt einfach ab, was passiert. Als erstes werden die Dateien in den Storage von Premium TO geladen. Und wenn sie dort dann auffindbar sind, dann fängt der JDownloader automatisch den Download an. Das kann eine ganze Weile dauern, das liegt dann im Hintergrund an Premium TO. Was ich jetzt hier allerdings noch festgestellt habe in Bezug auf unseren DLC-Container ist, dass das mit dem Passwort nicht so richtig geklappt hat. Ich werde jetzt nochmal nach dem Passwort gefragt, aber auch das scheint er irgendwie nicht so richtig zu akzeptieren und quittiert das Ganze mit Passwort knacken. Am Ende des Tages hat er aber irgendwie das Ganze dann doch entpacken können. Ich weiß nicht, ob es am ungewöhnlichen 7-Zip-Format lag, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es funktioniert und was anderes kann man jetzt für das DLC-Container erstellen ohnehin nicht machen. Also was haben wir in dem Video gelernt? Wir wissen jetzt, wie man einen DLC-Container erstellt,
einfach die Links in den Shadowloader Linksammler einfügen und mit einem Rechtsklick die entsprechenden Passwörter setzen und danach den DLC-Container auch wiederum mit einem Rechtsklick erstellen. Der Dreh- und Angelpunkt ist also der Shadowloader mit seinem Linksammler.